Aus alt nach neu. Das älteste Buch der Welt ist in den Jungbrunnen gefallen und hat somit zumindest bei dieser Version einen frechen und modernen Look bekommen. Für das Aussehen der Jugendbibel sind die Grafikhelden aus Stuttgart verantwortlich. Die haben beim Design der Jugendbibel etwas gewagt. Und das hat beim Herausgeber erst für viel Gesprächsbedarf gesorgt. Wir wissen auf jeden Fall, dass es im Kreis vom Bibelwerk erst schwierig ankam und dieses Schwarze an der Bibel, eine Jugendbibel, war erstmal so ein bisschen oder zurückhaltend angenommen und wurde auch, glaube ich, intern viel besprochen, ob man das wirklich machen kann. Schließlich steht die düstere Farbe für Trauer. Um das auszugleichen, haben die Grafikhelden auch eine Idee parat. Die neuen Seiten in der Bibel bunt gestalten. In Zusammenarbeit mit dem Verlag Katholisches Bibelwerk entsteht so ein neuer Bestseller. Die Idee ist also alles andere als ein Griff ins Klo. Kam jetzt einiges rum, genau. 2017 haben wir den Red Dot Design Award dafür bekommen, für die Gestaltung und für das Design und eben auch für das gesamte Konzept, was dahinter steckt. Und jetzt 2019 bekommen wir den German Design Award. Preise und Auszeichnungen schön und gut, aber wie kommt das älteste Buch im jugendlichen Stil bei der Zielgruppe an? Für eine Meinung haben wir Sascha Stepp getroffen. Der 16-Jährige hilft viel beim evangelischen Gottesdienst mit und setzt sich oft mit Bibeltexten auseinander. Und in der Tat kommt das Werk bei ihm gut an. Also ich finde es gut, dass es solche Alternativen gibt, dass die mehr so auf normale Basisbibel mögen, dass sie halt die Basisbibel nehmen und dass aber auch die so Jugendbibel mehr mögen, die Jugendbibel lesen, dass man halt auch eine freie Wahl hat, weil da steht eigentlich immer die gleiche Nachricht darin in der Bibel. Auch in diesem Fall bleiben die Bibeltexte unverändert. Die bunten Seiten geben Hilfestellung, indem sie die Bibeltexte zusammenfassen und erläutern. Das erklärt eigentlich alle wichtigen Sachen. Und da stehen zum Beispiel auch, was der Name Kain bedeutet. Also hier steht zum Beispiel, Kain bedeutet der Erworbene oder Not, der Ruhelos. Also ich habe das zum Beispiel gar nicht davor gewusst, was die Namen bedeuten. Und ich finde, diese Namen sagen auch was über die Person halt auch ein bisschen was aus, was ich echt gut finde. Fast schon wie ein Schulbuch, mit dem Jugendliche lernen können. Sascha könnte sich vorstellen, dass man auch im Unterricht mit dieser Bibel arbeitet. Ich finde solche Bibeln cool, weil früher beim Konfi hatten wir so ganz normale Lutherbibeln. Und das ist erstens eine andere Übersetzung und zweitens das Cover ist toller als das andere. Also mir gefällt es, wenn es ins Konfi-Unterricht so kommen würde.